Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die massenhaften sexualisierten Übergriffe auf Frauen in der Silvesternacht quasi vor den Augen der Polizei machen mich sowohl als junge Frau als auch als Innenpolitikerin fassungslos und wütend. Es kann und es darf nicht sein, dass Mädchen und Frauen im öffentlichen Raum nicht sicher sind. Es kann und darf auch nicht sein, dass rechtsextreme Kräfte die Opfer für ihre rassistische Hetze instrumentalisieren, dass Menschen mit Migrationshintergrund angegriffen werden. Und ja, es ist ein Problem, dass diese Debatte von einer Angst beherrscht wird, obwohl wir eigentlich, finde ich, eine sachliche, eine differenzierte Auseinandersetzung bräuchten, auch um angemessen, um wirksam reagieren zu können und darüber diskutieren zu können, wie die Reaktionen aussehen sollten. Ich meine, diese sachliche Debatte wären wir eigentlich auch den Opfern schuldig. Deshalb bitte ich auch darum, hier mal etwas Sachlichkeit einkehren zu lassen. Und ich finde es im Übrigen auch beschämend, dass in vielen Beiträgen meiner Vorredner, es waren ja leider bis auf die Ministerpräsidentin nur Männer, die bisher in dieser Debatte über sexualisierte Gewalt geredet haben. Ich finde es beschämend, dass dieses Thema der sexualisierten Gewalt bei vielen hier eigentlich überhaupt keine Rolle mehr gespielt haben. Aber ich möchte hier auch ganz klar die Fehler der Polizei benennen. Der Bericht des Innenministeriums, ich hoffe, dass es zumindest einige gelesen haben, bei einigen habe ich da meine Zweifel dran, ob dieser Bericht gelesen wurde, aber dieser Bericht des Innenministeriums legt ja sehr schonungslos offen, welche Fehler es bei diesem Einsatz gegeben hat. Und ich glaube, dass wir genau diese kritische Nachbetrachtung jetzt auch brauchen. Und Herr Laschet, Sie haben offensichtlich überhaupt kein Interesse daran, diese kritische Nachbetrachtung zu führen, ganz konkret über die Fehler des Einsatzes der Polizei in Köln, damit wir auch daraus lernen können und eine Fehleranalyse machen können, auch um für zukünftige Einsätze zu lernen. Der Vorwurf der Vertuschung hat ja hier auch zu weiteren Spekulationen geführt. Um es vorweg zu sagen, es wurde klargestellt, dass es keine Anweisung des Ministeriums gegeben hat, den Hintergrund der Störer und Tatverdächtigen zu nennen. Der Erlass, der jetzt hier immer als Beleg kursiert und als Beleg herangezogen wird, ist ja nicht nur aus der Zeit von Ingo Wolf, sondern natürlich darf die Herkunft eines Tatverdächtigen genannt werden, wenn ein Informations- oder Fahndungsinteresse besteht. Und deshalb finde ich auch, dass diese Spur sich eigentlich objektiv betrachtet überhaupt nicht eignet für eine weitere Skandalisierung, die hier immer noch betrieben wird. Und ja, eindeutig benennen muss man auch, dass keine Reservekräfte der Bereitschaftspolizei nachgefordert wurden, obwohl diese sogar vom Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste in Duisburg ja routinemäßig angeboten wurden. Offensichtlich, ganz offensichtlich, gab es eine fehlende Kommunikation innerhalb der Behörde zwischen Polizeiinspektion und Präsidium, Lagezentrum. Und das hat dazu geführt, dass niemand ein umfassendes Bild über die Einsatzlage hatte. Und Herr Lürbke, genau aus diesem Grund, der ja auch kritisiert wird in dem Bericht, hätte das LZPD auch keine Kräfte schicken können, weil auch die hatten ja keine Übersicht über die Gesamtlage, die es dort in Köln gab. Und was zu Recht kritisiert wird in dem Bericht, dass natürlich dieser gravierende Fehler aus Kommunikationsfehlern, dass keine Kommunikation betrieben wurde und fehlender Lageeinschätzung führte natürlich zu fatalen Folgen für die geschädigten Frauen. Und das muss hier auch so klar benannt werden. Im Bundestagsinnenausschuss ist ja gestern auch noch mal klar geworden, natürlich haben wir auch mit unseren Kolleginnen aus Berlin telefoniert, dass die Bundespolizei eben keine Reservekräfte zur Verfügung hatte. Die Bundespolizei war ja leider nicht bei uns im Landtagsinnenausschuss, das hätten wir sie selber darauf ansprechen können. Aber was uns die Kolleginnen aus Berlin berichtet haben, ist, dass es im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei mindestens genauso verheerend abgelaufen ist wie im Bereich des PP Köln und dass es hier eine gemeinsame Verantwortung gibt, die auch gemeinsam bearbeitet und benannt werden muss. Und wenn ich mir da die Kommentierung vom Bundesinnenminister de Maizière anhöre, dann kann ich eigentlich nur sagen, so undifferenziert kann und darf Politik nicht arbeiten. Aber ich will auch noch mal klar benennen, wo der Bund dringend gefordert ist. Und das ist die Verschärfung des Sexualstrafrechts. Der aktuelle Zustand ist, finde ich, nicht hinnehmbar, dass viele Täter derzeit straflos oder zumeist straflos ausgehen,
weil die Widerstandsleistung der Betroffenen zentraler Bezugspunkt für eine Strafbarkeit ist. Deutschland hat ja die Istanbul-Konvention unterzeichnet und sich damit verpflichtet, dass es für die Strafbarkeit einer sexuellen Handlung genügen muss, dass das Opfer damit nicht einverstanden ist. Es gibt mittlerweile ja einen Referentenentwurf der Bundesregierung, der geht uns Grünen noch lange nicht weit genug, weil wir ganz klar fordern, dass es eine konsequente Umsetzung dieser Istanbul-Konvention geben muss. Und das heißt, dass bei sexualisierter Gewalt es strafrechtlich gelten muss, Nein heißt Nein. Dieser Grundsatz muss gelten. Aber ich will hier auch noch mal sehr deutlich sagen, dass sexualisierte Gewalt auch im öffentlichen Raum natürlich kein neues Phänomen ist, seitdem viele Flüchtlinge in unser Land kommen. Laut einer Studie der Europäischen Grundrechtsagentur erlebt jede dritte Frau im Laufe ihres Lebens geschlechtsspezifische Gewalt. Und deshalb finde ich, müssen wir diesen schrecklichen Anlass, den es nicht hätte geben dürfen, aber wir müssen diesen schrecklichen Anlass jetzt eben auch nutzen, um endlich eine dringend notwendige gesellschaftliche Debatte über sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu führen. Und ich finde, das Schlimme an dieser Debatte, die wir momentan eben auch öffentlich haben, ist, dass sie so überhitzt ist, dass sie im Prinzip die Opfer droht zu vergessen oder sogar, dass die Opfer instrumentalisiert werden. Und ich meine, es ist doch völlig absurd, wenn Hooligans und Rocker meinen, uns Frauen beschützen zu wollen. Wir brauchen ganz sicherlich keinen Schutz von marodierenden Männerhorden oder von zwielichtigen Gestalten aus dem Rotlichtmilieu. Und wir brauchen auch keine Bürgerwehr, denn das Gewaltmonopol liegt beim Staat. Und deshalb ist es richtig, wenn die Polizei Präsenz auf der Straße zeigt und auch das Gewaltmonopol durchsetzt. Die Einstellungsermächtigungen der Polizei sind ja schon angesprochen worden. Seit 2011, wo die Einstellungszahl noch bei 1.100 neuen Polizeibeamtinnen und Beamten lag, derzeit liegt sie im Jahr 2016 jetzt bei 1.920 Einstellungsermächtigungen. Das zeigt nochmal, wie stark wir auch in die Polizei investiert haben. Und da muss ich auch noch mal sagen, Herr Lindner und Herr Lürbke, wenn Sie hier die Fakten falsch darstellen, dann muss man das hier ansprechen, das tue ich jetzt hier auch, weil in der ersten Hälfte der schwarz-gelben Landesregierung ist durch die Einstellung von nur 500 Polizeibeamtinnen und Beamten der Personalkörper der Polizei insgesamt abgebaut worden, weil mehr Polizistinnen und Polizisten pensioniert wurden als eingestellt wurden. Und genau dieses Minus, was ich hier angesprochen habe, das haben Sie auch in den darauffolgenden Jahren ja nicht aufholen können. Sie haben mehr eingestellt zugestanden, aber das Minus, was Sie hier angerichtet haben, haben Sie nicht mehr aufgeholt. Wir haben als rot-grüne Koalition, wir haben seit 2011 viel mehr eingestellt, und zwar mehr, als Personen pensioniert wurden. Das heißt, momentan bauen wir einen Personalkörper auf. Es gibt mehr Polizistinnen und Polizisten. Und ich finde, Herr Lindner, Herr Lürbke, das gehört zur Wahrheit dazu. Ich will aber auch noch mal ganz kurz auf das Thema Asylrecht eingehen, weil es gibt ja ständig voreilige Rufe nach einer Verschärfung des Asylrechts. Hier hat es ja geradezu einen Überbietungswettbewerb gegeben, oder es gibt ihn noch, der natürlich von AfD und anderen rechtspopulistischen und rechtsextremen Kräften händereibend beobachtet wird. Und ich glaube, dass Sie damit, mit dieser Debatte, die auch Sie angezettelt haben, mit dem Ruf nach mehr, nach Abschiebung, nach einer Asylrechtsverschärfung, damit treiben Sie diese Wählerstimmen, schreiben Sie Wählerstimmen in die Arme von Populistinnen und Populisten. Und das finde ich so fatal und falsch, was Sie damit machen. Und es ist zudem auch noch inhaltlich völliger Blödsinn, was Sie da fordern. Weil natürlich ist die Abschiebung straffälliger Asylbewerber ja auch schon heute möglich. Aber Sie brauchen eine Verurteilung dafür. Sie brauchen die Voraussetzung dafür. Und das muss man, finde ich, auch klar benennen, natürlich kann nicht jeder Asylbewerber abgeschoben werden, beispielsweise, wenn sein Leben im Herkunftsland bedroht ist. Und deshalb möchte ich Sie dringend bitten, mit diesem billigen Populismus, den Sie verbreiten, hier endlich mal aufzuhören. Was wir aber brauchen, und ich finde, das wäre jetzt angemessen, genau diese Debatte jetzt auch zu führen. Was wir brauchen, ist natürlich eine Analyse darüber, über die Täter, über ihren Hintergrund. Und ja, die bisherigen Erkenntnisse über die Tätergruppe deuten sehr wohl darauf hin, dass ein hoher Anteil der Männer einen nordafrikanischen Hintergrund hat. Da, finde ich, muss man sich aber auch noch mal die Situation dieser Menschen angucken.
Die Anerkennungsquote liegt gerade mal bei unter 2%. Die Antragsteller halten sich regelmäßig etwa 2 Jahre in Deutschland auf. Das hat was mit der Dauer bis zur Antragstellung zu tun, mit der Dauer bis eine Entscheidung fällt. Hier brauchen wir dringend beschleunigte Asylverfahren, und das benennen wir ja auch klar in unserem Antrag. Aber die Tätergruppe in den Fokus zu nehmen, und das ist wesentlich wichtiger, als nur zu sagen, wir schieben jetzt alle ab, was wie gesagt auch so gar nicht funktioniert, aber was wesentlich wichtiger wäre, wäre jetzt ein abgestimmtes Vorgehen zu machen von Polizei, Ausländerbehörden, Justiz, Kommunen, wie das ja bereits auch zum Beispiel in Düsseldorf der Fall ist. Und ja, bei der Justiz muss es beschleunigte Verfahren nach dem Grundsatz geben, die Strafe muss auf dem Fuße folgen. Das wäre ein wichtiger Weg und ein wichtiges Zeichen, um Tätern auch Konsequenzen ihres Handelns aufzuzeigen. Ich möchte noch mal ganz kurz auf das Thema Generalverdacht eingehen, weil genau das ist ja das, was jetzt passiert und was auch so gefährlich in der Debatte ist, dass jetzt viele Flüchtlinge, viele Männer mit Migrationshintergrund unter einen Generalverdacht gestellt werden. Und Herr Golland, ich weiß nicht, ob Sie hier noch im Raum sind, ich habe heute die Rheinische Post gelesen, war, naja, ehrlich gesagt nicht so sehr verwundert, weil solche Sachen kommen ja häufiger von Ihnen, aber was Sie betreiben ist, Sie betreiben genau diesen pauschalen Generalverdacht, wenn Sie eine Sicherheitsüberprüfung aller Flüchtlinge hier fordern. Und ich frage mich, ernsthaft, ob Sie damit wirklich die Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen beschäftigen wollen. Angesichts von salafistischem Terrorismus, von gewaltbereiten Neonazis, finde ich das ehrlich gesagt unverantwortlich. Das kann man so nicht stehen lassen. Und ich finde, also das ist Blödsinn, was Sie da erzählen. Wir brauchen keine Sicherheitsüberprüfung aller Flüchtlinge hier in Nordrhein-Westfalen. Was dieser Generalverdacht aber auch noch befeuert, und das ist das Gefährliche an der Debatte, natürlich fühlen sich rechtsextreme und rechtspopulistische Kräfte dadurch gestärkt. Und diese instrumentalisieren momentan ja ohnehin schon die Opfer und verbreiten ihre rassistische Hetze. Es wurden bereits mehrere Menschen Opfer von Übergriffen. Das gilt es klar zu verurteilen. Das müssen wir verhindern. Wir müssen deutlich machen, dass das Gewaltmonopol beim Staat liegt, dass wir Selbstjustiz nicht akzeptieren, dass wir natürlich auf die Tätergruppe schauen müssen. Aber ich sage auch, rechter Hetze müssen wir gemeinsam entgegenstehen. Und da müssen wir zum Beispiel auch unsere Willkommenskultur hier in Nordrhein-Westfalen entgegenstellen. Vielen Dank.